20. Dezember 1769, Providence. Mein Freund, es erfüllt mich mit wahrhaftiger Genugtuung, dass sich nun jene Annahmen, deren Beweis wir unsere Existenz opfern, auf so imposante Weise zu bestätigen scheinen. Punkt. Die Adepten unserer Kunst verschwendeten ihre Zeit auf die Suche nach dem Lapis Philosophorum, dem Stein der Weisen. Künstliches Gold wog ihnen schwerer als das Wissen der Jahrtausende. Doch das Magisterium unserer Kunst liegt nicht in weltlichen Dingen wie Ruhm und Anerkennung. Wir dienen ausschließlich dem höheren Zweck. Mein Freund, nur wir wissen um die zweifellos mindere Bedeutung des Tabula Smaragdina von Trismegistos. Und wenn auch Agricola mit seiner kymischen Medizin eine durchaus interessante Studie vorgelegt hat, so bleibt er doch nur einer der vielen Adepten der Quines Faecinius. Nur Borellus vermochte die Wahrheit zu erkennen. Die essentiellen Salze von Tieren können so präpariert und konserviert werden, dass ein erfinderischer Mann die gesamte Arche Noah in seiner Studierkammer zu beherbergen vermag. Dieser Mann verfügt über die Kunst, je nach Belieben, jedes Tier aus seiner ihm zugehörigen Asche zu erwecken. Mit derselben Methode gelingt es dem Philosophen, jeden toten Ahn aus dem Staub zu erwecken, zu welchem sein Körper zerfallen ist. Wenn Borellus nur unsere Möglichkeiten gehabt hätte, wir werden... Sir, entschuldigt meine Unachtsamkeit. Soll nicht wieder vorkommen. Verfluchter Bastard, wisch das auf! Ja, ja, sofort, mein Herr. Warum stört ihr mich? Der Prozess verlangsamt sich. Er verlangt nach neuem Material. Teufel auch, dieses Ding verschlingt ganze Armeen und verlangt immer noch nach mehr. Kümmert euch darum. Der Prozess darf nicht unterbrochen werden. Mein Leben hängt davon ab. Lasst euch bei der Materialbeschaffung nicht erwischen. Jawohl, ich hab verstanden. Und besorgt mir aus der Apotheke Ersatz für die Stoffe, die ihr gerade so verschwenderisch vergossen habt. Verschwindet! Jawohl, mein Herr. Nun ist es beinahe 100 Jahre her. Simon in Salem und ich in Providence. Doch was bedeutet Zeit, wenn man die Zeiten überdauert? Leben und Sterben, Alter und Tod verlieren an Bedeutung im Angesicht dieser triumphalen Erkenntnis. Wir werden unser Ziel erreichen und nicht einmal der Tod kann uns daran hindern. Dass Sie sich die Zeit für ein paar Fragen genommen haben, Dr. Willett. Willett, ja, Entschuldigung. Ich bin Inspektor Carter, aber bitte nehmen Sie doch Platz. Angenehm, danke. Möchten Sie einen Kaffee? Gerne. Mit Milch und Zucker? Schwarz, bitte. Gut. So. Ah, köstlich. Ja. Tja. Dann wollen wir mal anfangen. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage protokollieren? Natürlich. Sie waren der Letzte, der ihn gesehen hat. Und ja, mir scheint, Sie wissen mehr, als Sie zugeben wollen.
nicht wahr? Was ich zu wissen glaube, spielt keine Rolle. Aha. Gut, beschreiben Sie mir doch bitte das Verhalten Ihres Patienten. Nun, Ward wurde in die Anstalt gebracht, weil er in einer Form von, sagen wir, Gedächtnis schon zu leiden schien. Wie äußerte sich das? Er besaß mit einem Male enorme Defizite hinsichtlich moderner Dinge und Umgangsformen. Auf der anderen Seite verfügte Ward über ein erschreckend detailliertes Wissen über gewisse Vorkommnisse, die weit in der Vergangenheit stattgefunden hatten. So als hätte sich der Patient durch eine Art Selbsthypnose in ein lange vergangenes Jahrhundert zurückversetzt. Tja, das ist ja eine tolle Geschichte. Sein Vater hat uns erzählt, der Junge hätte sich viel mit Frühgeschichte beschäftigt. Hat er eine Menge Bücher gelesen? War er vielleicht überarbeitet? Die Symptome wiesen nicht darauf hin. Es war, als wäre mit einem Male jede Erinnerung seit seiner Geburt verloren gegangen. Tja. Ja, Doktor, ich bin nicht Psychologe, aber wann begann die geistige Umnachtung von Charles Dexter Ward? Das ist umstritten. Mein Kollege Dr. Lyman datiert sie frühestens auf das Jahr 1919. Etwa zu der Zeit, als Ward noch die Moses Brown School besucht hat? Exakt. Er verlagerte den Schwerpunkt seiner Studien auf die Gebiete des Okkulten. Dieses Verhalten führte naturgemäß zu Misstönen in der Familie. Okkultes? Ja. Vielleicht, weil er die Schule vernachlässigt hat? Ich würde es ein wenig anders ausdrücken. Das Wesen des schüchternen, introvertierten Charles begann, bizarre, egozentrische Züge anzunehmen. Ja. Also, mich würde interessieren, was ist Ihre Meinung dazu, Doktor? Also, ich teile die Einschätzung meines Kollegen nicht. Der seelische Bruch vollzog sich erst viel später. Wann? So etwa 1928. Die eigentliche Ursache liegt aber in dem, was er im August 1919 hinter der Holztäfelung eines beinahe verfallenen Hauses in der Olney Court gefunden hat. Hier liegt die Ursache für den Wahnsinn und seine tiefe Verzweiflung. Und auch für sein Verschwinden. Ja, interessant. Das Leben, das Charles Dexter Ward geführt hat, ist längst Geschichte. Verloren in der Vergangenheit, wie die Geschichten aus alter Zeit, für die er sich so sehr interessierte. Charles Ward verschwand an einem Freitag des Jahres 1928 aus seinem Zimmer in der psychiatrischen Anstalt von Providence. Dr. Wade am Apparat. Mit wem spreche ich? Dr. Wade, einer unserer Patienten ist verschwunden. Einfach so. Um Himmels Willen, wie einfach so? Wer denn? Der junge Ward. Er ist einfach nicht mehr da. Bleiben Sie dort, ich komme. Ward hatte nur wenige Freunde. Und gerade in den letzten Jahren beschränkte sich das auf ein absolutes Minimum. Die meiste Zeit verbrachte der junge Mann hinter seinen Büchern. Eine seiner wenigen Vergnügungen waren ausgedehnte Spaziergänge durch Providence. In dieser Stadt existiert noch der Muff der Gründerzeit. Die klassizistischen Gebäude, die verwinkelten Straßen. Ja, es ist kein Wunder, dass die Seele eines jungen Menschen in einer derartigen Umgebung Schaden nimmt. Tja, wenn Sie es sagen, werter Doktor. Tja, ach übrigens, Dr. Willett, noch einmal danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Das ist selbstverständlich. Er ist mein Patient. Ich kenne ihn von Geburt an, habe gesehen, wie er aufgewachsen ist und wie er dann... Das seelische Gleichgewicht verloren hat. Da konnten Sie natürlich nicht anders. Wir sind gleich da. Seine Zelle befindet sich im zweiten Stock. Aha. Im August 1918 wurde Ward an der Moses Brown School aufgenommen. Der damals 18-Jährige lebte mit seinen Eltern in einer ausladenden georgianischen Villa am Ostufer des Flusses. Oft saß er stundenlang hier und betrachtete das unter ihm liegende Meer aus Dächern, Wölbungen und verwinkelten Gassen. Hier war er geboren. Durch die verwinkelten Straßen hatte ihn schon sein Kindermädchen im Wagen geschoben. Und als er größer wurde, begannen hier auch seine ausgedehnten Spaziergänge. Mit jedem Spaziergang entdeckte er noch ältere Geheimnisse.
Mit der Zeit entwickelte Ward auch eine eigenartige Zuneigung zu Friedhöfen. Der Hauch der Vergangenheit schien ihm auf eine seltsame Art vertraut. Ich habe mich oft gefragt, welchen Gefallen er wohl an diesen vermoderten Orten gefunden hat. Ein junger Mann unterwegs auf dem Friedhof. Ja, das ist doch bedenklich, oder? Ich bin da anderer Meinung. Es gibt auch melancholische Charaktere. Tja. Es kann nicht dann jeder eine solche, sagen wir, robuste Einstellung zum Leben haben wie Sie, Doktor. Aber trotzdem, in diesem Alter... So, wir sind da. Wo sind die Wärter? Guten Abend, Dr. Wade. Hier. Meine Herren, wer von Ihnen hat den Patienten entkommen lassen? Er ist einfach weg. Der Raum war verschlossen, fest verschlossen. Wer hat den Patienten zuletzt gesehen? Das war Dr. Willett. Sie, was wollten Sie hier? Nun, ich habe ihn hier oft besucht, das wissen Sie doch. Natürlich. Ist Ihnen an Ward etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Er war wie immer. Tja, wie sollte es auch anders sein? Nur, wie ist er verschwunden? Das Fenster ist auf. Er ist da bestimmt rausgeklettert. Ach, hören Sie doch auf, unmöglich. Das Fenster liegt viel zu weit oben. Er wäre getötet worden oder hätte sich zumindest schwer verletzt. Ja, das ist rätselhaft. Da ist was unter dem Fenster. Staub. Was ist das? Feiner, bläulich-grauer Staub. Ich greife hinein. Er bleibt nicht an Ihren Fingern haften. Das ist unmöglich. Mit meinen Fingern herab vergeht wie die Zeit, schnell und ohne Spuren. Tja, was meinen Sie damit? Wards Kindheit war viel zu schnell vorbei. Er hatte die Jahre zwischen Büchern und in seinen Träumen verbracht. Die Spaziergänge bildeten keine Ausnahme. Sie machten ihn benommen und berauschten ihn durch die Gegenwart der Vergangenheit. Bis das Vergangene die moderne Zeit aus dem Gedächtnis des jungen Mannes getilgt hatte, in diesem verhängnisvollen Winter des Jahres 1919. Wir haben die Holzvertäfelung hier beinahe runter. Sollen wir den Rest vom Kamin auch noch wegreißen? Ich bitte darum. Aber passen Sie auf, dass das Gemälde nicht beschädigt wird. Es geht mich ja nichts an, Aber warum sieht sie denn so scharf darauf, den alten Kamin hier abzutragen? Dieses Bild zeigt Joseph Curven, ein Vorfahre von mir. Mein Vater hat es für mich gekauft und ich will es in meinem Arbeitszimmer aufhängen. Es hat mich sehr viel Arbeit und Zeit gekostet, etwas über ihn zu erfahren. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit einem Mal von einem Verwandten erfahren, über den rein gar nichts bekannt ist. Ich will alles über ihn erfahren. Curven, so. Seien Sie bitte etwas vorsichtiger! Es ist wunderbar. Hier, in diesem alten Haus, hat ein Vorfahre von mir gewohnt. Er hat in Olnekört gewohnt. Naja, ist heutzutage nicht die beste Gegend der Stadt, wissen Sie? Das ist schon sehr lange her. Beinahe 2 Jahrhunderte. Ja, Olnekört war früher mal eine feine Adresse. Ihr Vorfahre muss Geld gehabt haben. Das war früher hier ein stolzes Holzhaus. Nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, war Joseph Curven ein Kaufmann, der durch den Überseehandel mit Indien sehr reich geworden ist. Wenn ich mir das Bild hier so ansehe, dann ist die Ähnlichkeit verblüffend. Hätte er nicht diese kleine Narbe über dem Auge, dann könnte man sie glatt verwechseln. Ah ja, na dann, wollen wir mal wieder. Ward hatte das Bild über dem Kamin nicht durch Zufall entdeckt. Ein Jahr zuvor erst hatte er herausgefunden, dass seine Familie einen sonderbaren Vorfahren hatte. Die kaum ausgesprochenen Gerüchte über Joseph Curven weckten das Interesse des jungen Nachkommen. Besonders die Vorfälle, die sich vor 1,5 Jahrhunderten auf dem abseits gelegenen Bauernhof in Pawtuxet abgespielt hatten. Ward studierte alte Dokumente und Tagebücher. Er brannte darauf, die Wahrheit herauszufinden. Den Schlüssel dazu lieferten die lange verborgenen Dokumente, die er in einer kleinen Nische im Kamin gefunden hatte. Mr. Ward, schauen Sie mal! Ein kleines Loch im Innern des Kamins. Da ist etwas drin. Das sind Bücher und einige Pergamente.
Ziemlich alt, hä? Sie sind in der Tat ziemlich verstaubt. Das hier ist ein Notizbuch. Ziemlich schwer. Umfangreich. Es ist beschriftet. Tagebuch des Joseph Curven. Geschrieben in Providence. Früher in Salem. Nicht zu fassen. Sein Tagebuch. Mr. Ward, ich glaube, da ist noch mehr. Helfen Sie mir da bitte mal. Ja. Hier, das hier ist in einer Art Geheimschrift abgefasst. Seltsam. Genau wie in den Schreiben dieses Hutchinson. Ja, vielleicht ist das der Schlüssel zur Entzifferung. Das hier scheint sowas wie ein Testament zu sein. An den ehrbaren Edward Hutchinson. Oder Simon Orne. Seinen Erben bzw. deren Repräsentanten. Tja, Mr. Ward, das Bild hier ist da jetzt fast freigelegt. Je eher wir hier fertig sind, desto besser. Sie verstehen, meine Frau war... Eine Sekunde noch. Sehen Sie dieses Buch? Das hat doch keinen Wert mehr. Schmeißen Sie das Ding doch weg. Sie haben keine Ahnung. Joseph Curven. Leben und Reisen von 1678 bis 1687. Und hier ist ein Pergament. Auf ihm steht, in einer altertümlichen Handschrift, an den, der später kommen wird und wie er die Zeit und die Sphären bezwingen kann. Ward hat also etwas gefunden, das Aufschlüsse über einen Familienahnen ergab. Nicht nur. Er hat auch weitaus Bedeutsameres ans Tageslicht befördert. Und das wäre? Materialien, Formeln, verschlüsselte Botschaften, die zweifellos... dazu beigetragen haben, dass er in der Irrenanstalt gelandet ist. Eine interessante Formulierung, in der Sache aber nur bedingt zutreffend. Naja, verzeihen Sie, ich bin kein Experte. An diesem Tage hatte er nicht nur Curvens Tagebuch gefunden. Sondern auch? Den Schlüssel, um in die Vergangenheit zu blicken. Notizen über Joseph Curven. Nach gründlicher Recherche bin ich nun in der Lage, ein genaueres Bild meines Urahnen zu zeichnen. Ich bin stolz, darüber Auskunft zu geben, obwohl es kaum jemanden geben dürfte, der seine Größe zu schätzen weiß. Regelmäßig habe ich meinen jungen Patienten besucht. Es fiel mir auf, dass er von Mal zu Mal eifriger darauf bedacht war, seine Notizen und Bücher zu verstecken. Dr. Willett ist ein guter Mensch, aber ich brauche Ruhe, um meine Forschungen zu betreiben. Ich muss mehr über Curven herausbekommen. Das Bild aus dem Haus in Orney Court hängt nun in meinem Zimmer. Es spendet mir Trost, dass er auf diese Weise immer bei mir ist. Manchmal kam es mir vor, als würde er den jungen Ward von der Leinwand herab betrachten. Die Augen aus dem Bild schienen sich zu bewegen. Aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Tagebuch des Joseph Curven. Geschrieben in Providence. Früher wohnhaft in Salem. Joseph Curven. Jetzt werde ich alles über dich erfahren. Ich werde dich erkennen. Ward war besessen von der Idee, alles über Curven herauszufinden. Können Sie mir etwas über diesen Mann erzählen? Ich weiß nur, was ich in den Notizen des Patienten gelesen habe. Aber Doktor, ich bitte Sie, es mir zu erzählen. Gut, wenn es Ihnen unglaubwürdig erscheint... Nein, reden Sie einfach. Also, das Licht der Welt erblickte dieser unselige Mensch am 18. Februar 1662 in Salem. Das heutige Denvers. Genau. Curven war 15, als er sein Elternhaus verließ. 9 Jahre später kehrte er zurück und hatte die Kleidung und die Verhaltensweisen eines gebürtigen Engländers angenommen.
Aus Europa brachte er zahlreiche Bücher mit, in deren Studium er sich vertiefte. Die Familie interessierte ihn kaum noch. Jedenfalls weitaus weniger als die seltenen Chemikalien, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte. Kirwan war ein Einzelgänger. Seine einzigen beiden Freunde waren Edward Hutchinson und Simon Orne, beide ebenfalls aus Salem. Wenn ich mich recht erinnere, dann muss es die Zeit der Hexenverfolgung gewesen sein. Das ist richtig. Kirwan lebte auch hier als Erwachsener sehr isoliert. Die Bevölkerung entgegnete ihm mit großem Misstrauen. Was hat er getan? Es muss an seinen chemischen oder alchemistischen Experimenten gelegen haben. Relativ zeitig ging auch dann das Gerücht um, Kirwan habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Was erzählen Sie denn da, Doktor? Aus den Hexenprotokollen des Essex-Institut. 10. Juli 1692. Beeidete Aussage des Hepzibah Lawson. Das Verfahren wird geleitet durch den ehrenwerten Richter Hawthorne. Laut Hepzibah Lawson treffen 40 Hexen und schwarze Männer regelmäßig hinter dem Haus des Mr. Hutchinson zusammen. 8. August 1692. Beeidete Aussage des Amity Hoe. Das Verfahren wird geleitet durch den ehrenwerten Richter Gedney. Amity Hoe sagt aus, dass Mr. George Burroughs in jener Nacht Bridget S., Joseph C., Deborah B. und Simon O. mit dem Mark des Teufels gezeichnet hat. Die landläufige Meinung über Joseph Kirwan war nicht die beste. Deswegen war er aus Salem nach Providence gekommen. Manche sagten, er sei geflohen. Zu Beginn war der neue Bürger ein geachteter Mann. Er wurde Kaufmann und konzentrierte sich auf den Überseehandel. In der Nähe der Mile End Bucht kaufte er sich ein gewaltiges Hafenareal, half 1713 die große Brücke wieder zu errichten und war 1723 einer der Gründer der Gemeindekirche auf dem Hügel. Aber die Jahre vergingen und es wurde offensichtlich, dass er auch hier wieder zu einem Außenseiter werden würde. Tagebuch des John Merritt, 31. März 1764. Vor kurzer Zeit erst bin ich von Newport nach Providence gekommen und habe hier schon einige liebenswürdige Freundschaften geschlossen. Jedoch fällt auf dieser Stadt ein Schatten, der mich sehr beunruhigt. Ich halte mich für einen vorurteilsfreien Menschen, doch was ich im Hause des Joseph Kirwan gespürt habe, das hat mich zutiefst erschüttert. Merrick. Captain Weble, was macht ein alter Seebär wie ihr in der Stadt? Proviantbesorgung. Wir werden bald wieder in See stechen. Die Ware wird gerade aufgeladen, dann heißt es, Verzeihung, Ade Heimat. Geht es wieder nach Indien? Ja, ein schmutziges Land mit komischen Menschen, aber wir werden unsere Schiffsladung los. Seid ihr auch für den Kaufmann Kirwan tätig? Teufel auch! Erwähnt diesen Namen nicht. Wenn es je einen Bastard gegeben hat, dann ihn. Es ist erstaunlich. Ich lebe erst seit kurzem hier und fast ausnahmslos jeder pflegt einen gesunden Abscheu gegenüber Kirwan. Wo liegen die Gründe? Niemand will es mir erzählen. Mr. Merrill, ihr seid ein englischer Gentleman. Es gibt Dinge, die ihresgleichen wohl nie verstehen können. Ja, gebt mir doch ein Beispiel für dieses Unvermögen. Ach, gut. Kirwan kam vor über 40 Jahren in die Stadt.
Er muss demnach ein sehr alter Mann sein. Das ist es ja gerade. Mein Vater hat ihn damals schon gekannt. Jetzt ist mein Vater schon seit über 10 Jahren nicht mehr unter uns. Aber dieser Teufel Curven ist nicht gealtert. Er hat immer noch die Gestalt eines 30-Jährigen. Aber mein lieber Freund, an keinem Menschen geht die Zeit spurlos vorüber. Das seht ihr doch an mir. Oh, wenn ihr nur wüsstet. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich werde Curven sehr bald einmal aufsuchen. Dann wird sich ja zeigen, wes Geistes Kind dieser Mann ist. Das ist eure Entscheidung. Verdammt, das ist eure Entscheidung. Den Entschluss, den von allen gemiedenen Curven aufzusuchen, fasste ich relativ kurzfristig. Warum nur hatte die ganze Stadt etwas gegen den alten Kaufmann, der nur seinen Geschäften nachging? War es sein Reichtum? Curven lebte komfortabel, besaß Diener und er konnte sich als erster in der Stadt eine eigene Kutsche leisten. Mein Interesse war geweckt. Curvens Haus lag in einer Straße in Olnekört. Es war früher Nachmittag, als ich dort eintraf. Ja, was wünscht ihr? Mein Name ist Merritt. Ich bin neu in dieser Stadt und wollte mich mit Mr. Curven bekannt machen. Mein Herr empfängt dort niemanden. Kommt später wieder. Aber ich... Habt ihr nicht verstanden? Verschwindet von hier! Das ist ja wohl die Höhe! Was erlaubt ihr euch? Ich lasse mich doch nicht von einem Kretin wie euch... Was ist hier los? Dieser schreckliche Mensch wollte mich abweisen wie ein Schuljungen. An deine Arbeit, Bastard! Ja, ja, sofort, mein Herr. Bitte... Verzeiht, ihr seid... John Merritt, ich bin neu in dieser Stadt. Was für ein Empfang, Mr. Curven. Mr. Merritt, ich bitte euch, tretet doch ein. Natürlich bin ich nicht bestrebt, unangenehm aufzufallen. Wie kann ich euch behilflich sein? Tatsächlich. Curven war nicht der gesetzte ältere Mann, für den ich ihn gehalten hatte. Er musste weit über 70 Jahre sein, doch er hatte die Gestalt eines 30-Jährigen. Er lief etwas gebückt und seine Haut hatte einen blassen, gräulichen Schimmer. Es war mir ein Bedürfnis, euch aufzusuchen. Es ist schwierig, in dieser Gegend einen Mann von Bildung zu finden. Ich nehme an, euch steht der Sinn nach einem geistreichen Gespräch. Dann folgt mir in die Bibliothek. Das hier ist mein Teleskop. Gepriesen sei der Ingenieur, der dieses Wunderwerk konstruiert hat. Ist es ein Modell nach Struve? Ah, ihr seid in der Kunst der Astronomie unterrichtet? Ein wenig. Ich sehe, ihr besitzt auch ein Mikroskop. Ja, mein laienhaftes Interesse für die Wissenschaft flackert von Zeit zu Zeit wieder auf. Ihr habt eine erstaunliche Bibliothek, mein lieber Curven. Lateinisch, Griechisch und natürlich Englisch. Faszinierend. Das ist nur eine weniger bedeutende kleine Auswahl. Das hier ist doch eine Originalausgabe von Paracelsus. Und hier von Helmund, Glaubert, Boyle, Boerhaave, Becher, Stahl. Haltet ein! Wenn ihr tatsächlich etwas Außergewöhnliches sehen wollt, dann begleitet mich auf meinen Bauernhof. Ihr meint jetzt? Ja. Meine Kutsche steht bereit. Ihr seid das auch? Offensichtlich hielt mich der sonderbare Mann für einen ebenbürtigen Gesprächspartner. Seine Kutsche brachte uns zum Bauernhof, der etwas außerhalb bei Pawtuxet lag. Hier ist es ziemlich verlassen. Beinahe menschenleer. Der nächste Hof ist ein paar Meilen entfernt. Die Stille hier bietet ideale Voraussetzungen für meine Experimente. Ihre Experimente? Ich meinte natürlich Geschäfte. Ein Kaufmann braucht für seine buchhalterische Arbeit die notwendige Ruhe. Sie verstehen sicherlich. Curven führte mich in seine Spezialbibliothek. In der Tat war die Auswahl hier um ein Vielfaches größer als in dem beengten Haus in Olnekört. Es war eine Sammlung der seltensten Fachbücher über Alchemismus, Taumaturgie und Theologie.
einige sonderbare Fiolen und Behälter standen in einer Ecke des Zimmers. Curven, ihr beschäftigt euch mit Alchemismus? In einem wenig orthodoxen Sinn. Wenn ich mich recht entsinne, dann war es eines der größten Ziele der Alchemisten, den sogenannten Stein der Weisen zu finden. Vergeudete Zeit, es gibt viel Bedeutsameres. Mr. Merritt, sagt mir, was ist die Essenz der alchemistischen Kunst? Die Alchemisten glaubten, soweit ich weiß, dass es möglich sei, ein Element in ein anderes zu überführen. Sie versuchten, die Elemente miteinander zu verschmelzen. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Vergesst nicht das Element Äther. In China wird sogar das Holz als Element bezeichnet. Vermittels der Verbindung der elementaren Gegensätzlichkeiten verwandelten sie den niederen Stoff in einen qualitativ höherwertigen. Zum Beispiel künstlich hergestelltes Gold. Aber das hat doch nie funktioniert. Genau wie die Suche nach dem Stein der Weisen. Der Stein der Weisen war ein Ideal, das man opfern musste. Das haben sie nie begriffen. Die Prima Materia folgt einem universellen Grundprinzip. Die essentiellen Salze sind es. Sie sind dazu bestimmt, Altes in neues Leben zu überführen. Die Alchemisten wollten auch künstliches Leben erschaffen. Ein Unterfangen, das von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Woher nehmt ihr diese selbstsichere Gewissheit? Glaubt ihr ernsthaft, die hohe Kunst der Alchemie hätte sich wahrhaftig mit der Erschaffung neuen Lebens beschäftigt? Warum sollte ein Philosoph seine kostbare Zeit mit schwachsinnigem Leben aus der Retorte verschwenden? Nein, wessen Leben zu Staub zerfallen ist, der... Kevin, wenn euch an meiner Gesellschaft gelegen ist, dann hört auf damit. Es verstört mich. Verzeiht. Kommen wir zum Grund Ihres Besuches. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Curven strich mit seinen Fingern über die Einbände und geriet darüber in einen sonderbaren Zustand. Einige der Standardwerke waren mir wohl vertraut. Um andere wiederum musste ich eben leiden. Dieser Verrückte hatte in seinem Bauernhof fast alle bedeutenden Schriften der Kabbalisten, Magier und Dämonenforscher. Was für ein Schatz! Mesnars Ausgabe des Trismegistos, Artefos Stein der Weisheit, Raymond Lullys Ars Magna et Ultima oder Roger Bacons Thesaurus Chemicus. Curvens Züge nahmen eine abstoßende Veränderung an, als wir vor einem alten, in schweren Leder gebundenen Buch standen. Ihm entströmte ein fahler Geruch, als er es in die Hand nahm. Betrachten Sie den Einband. Was lest ihr? Das ist in altem Arabisch geschrieben. Hoffentlich ist meine Aussprache richtig. Quanon e Islam. Aber das ist doch... Das Necronomicon. Wie ist es in eurem Besitz gelangt? Ein verbotenes Buch? Ich habe davon vor einigen Jahren gehört. Ach ja? In Zusammenhang mit dieser Geschichte in Kingsport, der Hafenstadt... Dort haben die Behörden obskure Rituale aufgedeckt. Entsetzlich. In einer Ecke des Zimmers stand ein riesiger Mahagonitisch. Ein aufgeschlagenes Buch lag darauf. Curven besaß eine Originalausgabe des Borellos. Es wies starke Gebrauchsspuren auf, war oft gelesen. Der Besitzer hatte mittels einer Feder kryptische Bemerkungen darauf gemacht. Eine Passage war mit dicken, zitternden Linien unterstrichen. Ich las. Und jetzt bereue ich, je dieses Haus betreten zu haben. Die essentiellen Salze von Tieren können so präpariert und konserviert werden, dass ein erfinderischer Mann die gesamte Arche Noah in seiner Studierkammer zu beherbergen vermag. Dieser Mann verfügt über die Kunst, je nach Belieben jedes Tier aus seiner ihm zugehörigen Asche zu erwecken.
Mit derselben Methode gelingt es dem Philosophen, jeden toten Ahnen aus dem Staub zu erwecken, zu welchem sein Körper zerfallen ist. Der Prozess ist äußerst kompliziert. Ich habe bereits so viele Exemplare verbraucht, dass es Schwierigkeiten gibt, neue zu beschaffen. Und das trotz der Seemänner von den Inseln Westindiens. Die Menschen in dieser Stadt fangen an, Fragen zu stellen, das gemeine Volk weniger als die Bürgerschaft. Der Bericht des verdammten Merritt hat sie neugierig gemacht. Er hat einiges erzählt, was mir Angst macht. Bisher scheint es aber noch nicht gefährlich zu werden. Es ist nicht schwer, die notwendigen chemischen Substanzen zu bekommen, denn es gibt in der Stadt ausgezeichnete Apotheker. Ich folge den Anweisungen des Borellus und habe eine unschätzbare Hilfe im 7. Buch des Abdul al-Hazret. Was immer ich dabei entdecke, ihr werdet es erfahren. Joseph Curven an Mr. Simon Orne, Williams Lane, Salem. Sir? Bringt diesen Brief in die Stadt und versäumt nicht, das Bestellte beim Apotheker Bowen abzuholen. Ja, natürlich, ja, ja. Ey, Alter, hey, Isra, Mann! Mensch, schau doch mal, Isra! Da, da, ist das der Diener vom alten Kahn? Ja, ja, ja. Isra Whedon! Klar, Captain, ja, bist ja. du nüchtern, ja? Ja? Kannst du mich verstehen? Ich kann ja? dich verstehen. Ja, ja, ich denke, du willst bald die Kleine vom alten Tillinghast heiraten. Ja. Musst du aufpassen, ja? Das ist eine feine Dame. Die will bestimmt keine Schnapsdrossel. Ja, 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 ist doch klar. Aber wenn wir erst mal geheiratet haben, ist wirklich, hör zu, ist wirklich eine feine Frau. Du bist zu beneiden, Kind. Ja, ja. Hey. Jetzt guck mal. Ist das nicht der Stelzfuß von Curven? Das hab ich doch gesagt. Du kannst froh sein, dass du nicht für den Alten arbeitest. Der tut, als wäre er Kaufmann. Aber der ist was anderes. Was soll er denn sonst sein? Ah, weiß ich nicht. Aber Kaufmann ist der nicht. Noch einen Schluck? Ja, gut. Runter. Es sei der Larmhäuser. Wir sind in der Dabloon Street. Ja. Die Kapitäne sprechen nicht gut über ihn. Wollen aber nicht sagen, was los ist. Captain? Keiner von uns will mehr für den arbeiten. Der hört doch bloß noch Mischlinge an. Das Pack aus Havanna oder Port Royal. Die will sonst keiner. Naja, es gibt da so Gerüchte. Ja, davon habe ich gehört, ja. Beweisen kann ihm niemand was. Nee. Das sind schön arme Teufel, die ihre Seele für Curven verkaufen müssen. Wenn hier ein Schiff ankert und die Männer hören von den Gerüchten, ja, dann hat sich schon mancher aus dem Staub gemacht. Ja. aber sag mal, der Vater deiner Kleinen, der alte Tillinghast, arbeitet der nicht für Curven? Ja, leider. Aber er kann da nicht aufhören. Sagt immer, Curven hätte ihn in der Hand. Wüsste was, was kein Lebender mehr wissen kann. Denk nicht drüber nach. Bald hast du eine liebe Frau und dann ist alles wieder im Lot. Also, Aoi und Prost. Providence, 1. Mai 1762. Bruder. Mein treuer alter Freund. Angemessen Respekt,
und die untertänigsten Wünsche ihm, dessen ewigen Ruhme wir dienen. Gerade bin ich auf etwas gestoßen, das ihr wissen müsst, hinsichtlich dieser letzten und weitestgehenden Angelegenheit und was ihr hinsichtlich dieser unternehmen solltet. Punkt. Treuer Kirven, euer alter Freund Hutchinson ist stets erfreut, Kunde von euren Ergebnissen zu erhalten. Ich folge euren Anweisungen, nach denen ich die Rechnungen nur mit euren Schiffen senden soll. Jedoch ist es mir nicht immer möglich zu wissen, wann jene eintreffen werden. Bei dem in Schwebe stehenden Verfahren bedarf es nur noch eines Gegenstandes. Doch will ich wahrhaftig sicher sein, eure Anweisungen zu verstehen. Ihr sagtet, es dürfe kein Teil fehlen, wenn man die feinsten Effekte erzielen möchte. Aber sicherlich habt ihr schon bemerkt, wie schwierig es ist, diesbezüglich sicher zu sein. Mein Freund, ein weiteres Mal bitte ich euch, dass ihr an mich als Jedediah und nicht als Simon schreiben möget. Ihr wisst, in dieser Gemeinde darf ein Mann nicht zu lange leben. Und euch ist mein Plan bekannt, nachdem ich zurückkehrte als mein Sohn. Weiterhin rate ich euch, es mir gleich zu tun. Es ist nicht immer von Vorteil, nur eine Identität zu besitzen. Es erfreut mich, dass ihr weiterhin darauf bedacht seid, auf eure Weise in den Besitz der alten Grundstoffe zu kommen. Schwerlich ist es vorzustellen, dass Mr. Hutchinson in Salem Besseres zustande bekommen hat. Sicherlich. Es lag nichts als der abgründigste Schrecken in dem, was Hutchinson aus dem erweckt hat, von dem ihr und ich, ja, nur mehr bestimmte Teile erahnen konnten. Es ist sehr wohl gefährlich, die ganze Schachtel zu gebrauchen. Hier in der Stadt ist es sicherlich unmöglich. Nur ich weiß, welche verstörenden Mängel jener hatte, den ich letzten Oktober erweckt habe. Und ich weiß, wie viele lebende Exemplare für den Prozess aufgewandt werden mussten, ehe ihr Weiland das richtige Prozedere entdecktet. So werde ich mich in allen weiteren Angelegenheiten von euch leiten lassen. Voller Ungeduld erwarte ich eure Brick und frage täglich an Mr. Brittles Kai nach. Bedenkt, wovor wir gewarnt worden sind. Wir sollten auf der Hut sein, wen wir rufen. Denn euch ist bekannt, was Mr. Massa in den Magnalia geschildert hat und wisst, wie naturgemäß das schreckliche Ding hierin beschrieben wurde. Ich sage euch noch einmal, erweckt niemanden, den ihr nicht zu beherrschen versteht. Niemanden, der etwas gegen euch beschwören kann, gegen das euer meisterliches Können nichts ausrichten wird. Beschwört den Niedrigeren, sodass euch nicht der Größere antwortet. Ist gut, ja. Mich befiel eine tiefe Angst, als ich lesen musste, ihr wüsstet, was Ben Zarismatmik in seiner Elfenbeinschachtel verborgen hielt. Denn es ist mir bekannt, wer euch davon berichtet haben muss. Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, was der schwarze Mann von Silvanus Cocidius in dem Gewölbe unter der römischen Mauer erfahren hat. Schreibt mir, sobald es euch offenbart ist. Voller Neugier warte ich auf das von euch avisierte Skript. Punkt. Jedediah Orm Salem.
Das ist ein gottverfluchtes Unwetter. Na, na, na. Ich muss doch bitten, den Namen des Herrn etwas respektvoller zu gebrauchen. Entschuldigung. Ist der Jungfahrer? Komm, nicht wieder vor. Es soll euch verziehen, mein Sohn. Wollt ihr noch ein wenig Wein? Ich hab noch. Aber ich schon. Danke. Ach, gut, hier im Warmen zu sitzen, ne? Ja, in der Tat. Bei diesem Wetter wird es heute garantiert nicht passieren. Ihr meint diese Grabplünderer? Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum es jemandem Genugtuung verschaffen sollte, die Ruhe dieser armen Seelen zu stören. Hat man die Leichen wiedergefunden? Das ist es ja gerade. Sie sind spurlos verschwunden. Das aber stimmt, ihr seid Körben. Ich habe ihn des Öfteren über unseren Friedhof gehen sehen. Für mich aber ist es unvorstellbar, dass ein solcher Mann... Gerade der! Es gibt aber keine Beweise. Meine Männer sagen, sie hätten gesehen, was Körben mit jeder Fahrt auch noch verschifft. Was? Sage! Vermoderte alte Holzkisten aus allen Teilen der Welt. Das kann nur der Satan sein. Herr Pfarrer! Captain, wir brauchen Hilfe. Wobei können wir helfen, mein Sohn? Wir haben einen Toten gefunden. Draußen beim Wayboy Setpoint. Das liegt in der Nähe von Abbots Brennerei. Dann müssen wir dort schleunigst hin. Hat der Sturm? Hat nachgelassen. Schützt keine Müdigkeit vor. Ich werde euch begleiten. Hier liegt er. Er ist völlig nackt. Sein Gesicht ist entstellt. Wer hat ihn gefunden? Ich. Unser Haus liegt nicht weit von hier. Habt ihr etwas bemerkt? Nicht heute. Aber gestern ist genau an dieser Stelle was vorbeigehuscht. Vorbeigehuscht? Ja, ein großes, weißes Ding. Wir Männer haben sofort unsere Waffen genommen und sind raus. Haben aber nichts gefunden. Am nächsten Morgen haben wir ihn hier liegen sehen. Völlig nackt. Dieses Gesicht. Was habt ihr? Ich kenne den Mann. Wir waren früher zusammen auf See unterwegs. Kurz danach ist er gestorben. Das ist fast 50 Jahre her. Ach, das ist doch unmöglich. Der wäre längst zu Staub zerfallen. Wartet. Auch ich kenne den Mann. Aber wie kann das sein? Das ist doch absurd, lächerlich, völlig unmöglich. Das Grab dieses Mannes wurde vor 2 Nächten aufgebrochen. Seine Überreste waren verschwunden. Gestorben vor 50 Jahren? Hier. Daily Gazette, 8. März 1763. Am vergangenen Montag schlossen der Kaufmann Mr. Joseph Curven, Bürger dieser Stadt, und Miss Eliza Tilling Hast, den heiligen Bund der Ehe. Prost! Also, Miss Tilling Hast, ein tadelloser Charakter. Und ihre Erscheinung werden diesem Bund sicherlich Dauer und ein langes Glück bescheren. Dass dieser Satan nun auch noch die Tochter vom alten Tillinghast heiraten muss. Der alte Esra ist völlig fertig. Ja, die Heirat ist ein gelungener Schachzug. Curven ist zwar nach wie vor nicht beliebt, die Tochter von Tillinghast aber schon. Sie wird ihn auf ihre Weise wieder hoffähig machen. Wenn Sie mich fragen, dann tut mir die Kleine wirklich leid. Es gibt ein Gerücht, dass es schon ein Bastard von ihm erwartet. Sie erwartet ein Kind? Oh, das wird Wasser auf die Mühlen von Esra Wieden sein. Ich habe gehört, er spioniert Curven hinterher. Esra sagt, Curven wäre der Satan höchstpersönlich. Sie können auf Gott schwören. Esra wird keine Ruhe geben, bis er das bewiesen hat. Ja? Er schwört bei allem, was ihm heilig ist, dass er ihn zur Strecke bringt. Nach der Heirat gibt er sich freundlich. Er ist vorsichtig geworden. Der Pastor hat ihn seitdem nicht mehr auf dem Friedhof gesehen. Weiß Gott, was für wahnsinnige Dinge auf seinem Bauernhof passieren. Liebe Leute, die sagen, dass unheimliche Geräusche vom Bauernhof kommen.
Immer wieder bricht dort was aus. Was es ist, weiß ja niemand, ja? Ich habe mich mit Baxter, dem Gemischtwarenhändler, unterhalten. Er sagt, dass die auf dem Bauernhof enorme Massen an Fleisch verbrauchen. Ganze Viehherden hat er bestellt. Dabei ist kaum noch ein Rind auf seinen Weiden. Einer allein kann er solche Massen ja nicht verschlingen. Ich weiß noch was, ne? Ja, ich weiß, ja. Kirven, der handelt auch mit Sklaven. Die kommen alle aus Guinea. Die Schiffe sind brandvoll. Aber wenn er sie ausgeladen hat, dann verschwinden sie fast alle. Wie? Der Lagerarbeiter sagt, Kirven hätte nur für die wenigsten eine echte Empfangsbescheinigung. Wenn alles zusammenpasst, ja, dann war der Bauernhof in Port Tuxet die letzte Station für die armen Teufel. Ezra Whedon beobachtete von nun an den Bauernhof, ohne Unterlass. Kirven versuchte seine Geschäfte etwas mehr zu verbergen, als hätte der Kaufmann dazugelernt. Die Schiffe wurden nun in aller Heimlichkeit beladen. Auch die unheimlichen Geräusche im Bauernhof versiegten. Manche aber glaubten, dass sie von unterhalb der Erde zu hören wären. Na, das wird ja immer besser. Was hat Whedon dann unternommen? Er hat weiter beobachtet. Er wollte erst stichhaltige Beweise. Sie würden dazu Indizien sagen. Ja, danke schön. Whedon hat also spioniert. Was weiter? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Whedon hat später seine Tagebücher verbrannt. Aha, wird seine Gründe gehabt haben. Ward hatte zwar Aufzeichnungen, die Licht in die Sache bringen würden, die habe ich aber nie gesehen. Ach. Die wenigen Aufzeichnungen über das, was schließlich in Port Tuxet passierte, hinterlassen mehr Fragen, als dass sie Antworten geben. Die folgende Wiedergabe basiert auf dem Tagebuch von Elysia Smith, Whedons treuer Freund, der ihn bei seinen Nachforschungen begleitet hat. Charles, ich bitte dich, geh schlafen. Es ist schon spät und deine Mutter will nicht, dass du wieder so lange arbeitest. Ja, Vater, ist schon gut. Ich gehe das hier noch schnell durch und dann ist es für heute auch gut. Hast du was Neues herausgefunden? Bin gerade dabei. Es ist bedauerlich, dass Whedon seine Tagebücher verbrannt hat. Ich habe nur diese losen Tagebuchblätter von Smith. Was schreibt er denn? Du weißt doch. Ich sage es euch alles später. Gute Nacht. Gut. Tagebuch von Elysia Smith. Zusammengetragen 1766 bis 1771. Ezra vermutet, der Bauernhof sei nur die äußere Hülle einer unvorstellbaren Bedrohung. Schon der Hof selbst macht mir Angst. Er steht inmitten von nirgendwo. Das nächste Gehöft ist meilenweit entfernt. Es ist ein altes Haus mit spitzen Giebeln. Wohl aus der Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es hat einen großen Raum und die Fenster sind vergittert. Kirven hat sein Labor im Anbau auf der Nordseite. Hier reicht das Dach bis auf den Boden. Heute Nacht saßen wir wieder da und haben die schrecklichen Geräusche gehört. Mach! Still! Da ist es wieder. Verflucht nochmal, lass uns verschwinden. Sofort. Nein, hör zu. Jetzt ist es vorbei. Es kam nicht aus dem Haus. Von unten. Ah, diese Geräusche. Schrecklich. Das war noch gar nichts. Oft sind diese Stimmen voller Verzweiflung, rebellieren und flehen ihn an. Anscheinend wurde in verschiedenen Sprachen gesprochen. Viele der Sprachen verstanden nicht einmal wir Seeleute. Kirven beherrschte sie alle. Er maßregelte und drohte den armen Seelen. Manchmal kommt es uns vor, als ob mehrere Leute im Haus sind. Kirven, seine Gefangenen und die Wächter dieser Gefangenen. Die Gespräche erinnerten uns an Verhöre.
Kirwin versuchte, den verängstigten Gefangenen Aussagen zu entreißen. Ezra, ich verstehe es nicht. Was geht dort unten vor? Ich zeig dir was. Dein Notizbuch? Ich habe von den Gesprächen mitgeschrieben, was zu verstehen war. Kirwin hat seine Gefangenen über die Vergangenheit von Familien aus Providence ausgefragt. Und wenn er das weiß, kann er alle erpressen, wie den alten Tillinghast mit seiner Tochter. Ja, das ist aber noch nicht alles. Es ging meistens um wissenschaftliche oder historische Fragen. Von Zeit zu Zeit ging es in den Gesprächen auch um vergangene Zeitalter und weit entfernte Orte. Ein Gespräch hatte Ezra besonders verstört. Kirwin sprach Französisch mit einem Mann, der häufig wütend und dann wieder still wurde. Er fragte ihn nach einem Massaker des Schwarzen Prinzen. Stattgefunden 1370 in Limoges. So als würde es dafür einen verborgenen Grund geben, den er wissen müsse. Kirwin fragte den Gefangenen, wenn es ein Gefangener war, ob der Befehl für das Schlachtfest erteilt wurde, weil auf dem Altar in der römischen Krypta das Zeichen der Ziege gefunden wurde. Oder weil der dunkle Mann, der Haute Vienne, die drei Worte gesprochen hatte. Kirwin bekam darauf keine Antwort, also griff er zu extremen Mitteln. Es gab einen erschütternden Schrei. Dann folgte Stille. Ein Murmeln und ein dumpfes Geräusch. Es muss hier Katakomben geben. Von Zeit zu Zeit höre ich ganz schwache Schreie unter dem Erdboden. Sogar an Stellen, die weit ab vom Bauernhof liegen. Ezra, da vorne ist eine Tür. Los, hin! Liegt gut versteckt. Direkt am Flussufer, wo das Tal steil abfällt. Verschlossen. Das muss der Eingang zu den Katakomben sein. Für eine Gruppe von mutigen Männern ist es sicher nicht schwer, hierher zu kommen und aufzuräumen. Da am Fluss ist was. Ich kann nicht genau erkennen, was es ist. Ich klettere runter. Du wartest hier. Oh Gott. Es ist noch furchtbarer als gedacht. Was ist denn da unten? Mein Freund, hier im Matsch liegen die Knochen von Menschen und Tieren. Aber das sind keine Tiere. Es ist was Unaussprechliches. April 1771. Habe nun alle Beweise, die ich brauche. Was wir gesehen haben, das hat in der Stadt für große Unruhe gesorgt. Jetzt Joseph Kirwin wird abgerechnet. Um 22 Uhr trafen wir uns im Gasthaus an der Weybosset Point. Es waren alle wichtigen Männer der Stadt da. Wir einfachen Arbeiter warteten vor dem großen Saal. Die Männer redeten wie wild. Männer, es geht los. Wir werden diesen Teufel in die Hölle zurückschicken, aus der er gekommen ist. Wir treffen uns in eineinhalb Stunden bei der Hof der Fellers. Los! Gibt's Neuigkeiten? Er ist vor einer halben Stunde beim Bauernhof angekommen, Captain. Danach ist ein Lichtstrahl zum Himmel aufgestiegen. Die Fenster sind aber dunkel geblieben. Oh, ist gut, dass es bald vorbei ist. Männer, wir bilden drei Gruppen. Smith. Smith nimmt sich 20 Mann mit und geht zur Küste. Die Gruppe schützt uns vor einer möglichen Verstärkung für Kirwin.
Captain Hopkins nimmt sich ebenfalls 20 Mann. Ihr schleicht zum Fluss hinter Curvins Hof. Nehmt euch Äxte und Schießpulver mit. So. Ihr brecht die Eichentür auf. Ihr erledigt die Drecksarbeit und geht zur steinernen Krypta. Das Ding mit den schmalen Fenstern. Ich schleiche mit meinen Männern zum Hauptgebäude. Und ich, Captain? Ich mach, was immer du willst. Deine Gruppe wird einen großen Kreis um den Hof bilden. Du greifst nur im äußersten Notfall ein. Aye, Sir. Wir warteten etwas abseits vom Hauptgeschehen. Da waren wir nun gestandene Männer, denen die Knie schlotterten. Einige waren starr vor Angst, konnten kaum sprechen. Es gefiel mir gar nicht, hier zu stehen und Däumchen zu drehen. Mit einem Mal hörten wir ein leises Pfeifen, dann ein ohrenbetäubender Donner. Die brauchen Hilfe! Wir müssen dahin! Nein, Gott verdammt nochmal. Wir sollen hier Stellung halten. Kommt noch! Auch. Es ist wahr, was ich nun sag. Es ist wahr. Nach dem Wind kam eine Stimme. Hat alle wahnsinnig gemacht. Eine Stimme so grauenvoll, dass sie mich nie wieder verlassen wird. Kam vom Himmel, polterte auf uns herab wie ein Fluch, wie ein Fluch. War so tief wie der Bass einer Orgel, hatte eine furchtbare Melodie. Die Stimme sprach: Dies mies, es het bone dose fedovema intermos. Vom Bauernhof kam was anderes: ein Schrei, ein menschlicher Schrei. Der Gestank um uns herum wurde anders, noch bestialischer. Wir hörten ein Winseln, so gar nicht wie eine menschliche Stimme. Es wurde laut und leiser, abgehackt. Einmal glaubte ich, die Stimme würde hysterisch lachen. Ein bösartiges Lachen, dann ein wahnsinniger Schrei äußerster Furcht aus vielen menschlichen Kehlen. Ein Schrei, den wir alle laut und klar hören konnten, obwohl er aus dem Innern der Erde gekommen war. Thank you.
ist nichts zu sehen. Nicht mal Flammen. Und der Bauernhof steht auch noch. Elsa, was ist da passiert? Weiß nicht. Keine Ahnung. Da kommen die Männer. Völlig verkohlt. Völlig schwarz vor Gruß. Was vorbei? Vorbei! Es ist vorbei. Captain Whipple, was ist passiert? Was war da los? Hör, hör. Was ich euch jetzt zeige, das wird nie wieder jemand sehen. Verstanden? Ja, verdammt. Hier, dieser Brief, lies. Ein Brief. Ich sag euch nochmal, erweckt niemanden, den ihr nicht zu beherrschen versteht. Niemanden, der etwas gegen euch beschwören kann, gegen das euer meisterliches Können nichts ausrichten wird. Beschwört den Niedrigeren, sodass euch nicht der Größere antwortet. Oh Gott, es ist also alles wahr. Wir werden alles vernichten. Nichts wird mehr an Joseph Kerwin erinnern. Die Erinnerung an ihn wird ausgelöscht werden. Für alle Zeiten. Die bessere Riesen. Man musste auch lachen, als er geschrien hat. Es war, als ob der verfluchte Bastard noch was in der Hinterhand gehabt hätte. Ich sag dir, für eine halbe Krone wird ich sein Haus ansehen. Für eine halbe Krone.